Wir müssen unbedingt an unserer Farm weiterbauen. Und wir sind immer noch bei Lucien. Aber guck mal, wie cool, dass es hier drauf schneit. Warum schneit es denn da drauf? Hier schneit's? Hier regnet's? Und da schneit's? Wie geil! Da machen wir eine fliegende Schneeinsel. Ist ja auch voll gut. Ich hole schnell unsere Elytra. Ich darf nämlich die von Stranger Yoshi nehmen. Und das Totem darf ich auch behalten. Du darfst das Video liken und den Kanal kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Willkommen bei Minecraft Hardkern. Das Bild ist so gut mit dem Regenbogen. Wusstest du eigentlich, dass Regenbogen rund sind? Also, das ist ein ganzer Circle. Den siehst du nur nicht wegen dem Horizont. Es ist wirklich so. Das ist kein Scherz. Regenbögen sind immer ein ganzer Kreis. Wie kommt der denn da rein? Okay, na, egal. Jetzt habe ich hier schon Jump Boost und alles. Uiuiui. Oh, eine Lava-Farm. Die sieht cool aus. Die finde ich, das sieht cool aus mit den Magma-Block-Ringen und so. Finde ich nice. Okay, warte, wo ist das Lager? Ich darf mir eine Leiter abholen, habe ich gehört. Also, Stranger Yoshi hat ja gesagt, ich darf. Deswegen bin ich jetzt mal gerade so frei, mir das zu nehmen. Aber keine Sorge, ich zahle es auch zurück. Wird gleich sofort im Discord angemerkt. Aber jetzt können wir endlich mal schnell nach Hause düsen, ne? Oh, warte. Welche in die Richtung, ne? Juhu! Und ich düse. Oh, ist das angenehm. Guck mal hier, das ist schon krass, ne? Ich habe ja bei der kleinen Tour gesagt, es ist nicht so meins, ne? Zu groß und so. Aber es ist auch genau in diesem Pavillon-Stil geworden. Und es sieht schon krass aus, aber es ist mir immer noch too much. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass da wirklich sehr viel Arbeit und Liebe drin steckt. Lieferung für Tütchen zu Rente Muli. Wasser... Kettenstiefel mit Wasserläufer, Federfall, Reparaturschutz, Haltbarkeit. Was? Warum? Ist ja geil. Ich hätte gerne voll verzauberte Kettenrüstung. Hä? Ich meine, da ist Federfall 4 drauf, ne? Das können wir eigentlich hier gleich... Und ein Nethery-Barren. Alter, warum? So, dann knüppeln wir hier erstmal alles weg. Rentemuli können wir uns merken. Das muss noch weg. Das... Oh, Knochenblöcke. Nice. Und das können wir auch wegpacken. Hier mal ein bisschen aufräumen, ne? Hier, das könnte eigentlich auch mal weg. Hier diese komischen Süßbeerenfelder. Hier brauchen wir auch nicht mehr. Als allererstes müssen wir jetzt mal eine Runde ernten. Das machen wir viel zu selten dafür, dass wir eine Farm haben. So, einmal alles schön geerntet hier, ne? Und überall eine Truhe hingesetzt, wo das reinkommt, was da ist. Und jetzt haben wir hier, guck mal, unser... Knochenmehlproduzent wird sich freuen. Das geht nämlich jetzt richtig gut. So, jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier... Wir bauen die mal gerade hier hin, ne? Dass wir jetzt so ein bisschen Diorit haben, womit wir quasi das machen, was wir machen wollten. Und zwar diese Fensterumrandungen, ne? Und das dann auch hier. Das auch. Ja, also das soll auch alles Diorit werden. Das, was quasi wirklich Fenster, Überhänge, Umrandungen, Türumrandungen etc. sind, das wird alles mit Diorit gemacht. Tschüss. Hier bei der Tür mache ich es, glaube ich, so, dass ich hier so mache. Ne? Dann können wir hier quasi Stufen reinhängen. Hier machen wir Mauer. Und dann machen wir hier das auch nochmal. Guck mal, so Mauer, Mauer. Mauer, Mauer. Ja, das finde ich gut, ehrlich gesagt. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Gefällt mir gut. Man könnte jetzt hier auch noch Stufen machen, also dass man sagt so, damit es einfach gleichmäßig ist. Ja, lassen wir so, ne? Hier unser königlicher Stall wird so und so, so glaube ich. Finde ich okay, ja. Das finde ich okay. Ja, das sieht schon gut aus, ne? Aber guck mal, da zum Beispiel, hier fehlt eine Quarztreppe. Da. Habe ich noch Erde? Nein, ich hole mir gerade ein bisschen Erde zum Hochstecken und es fängt natürlich an zu regnen. Aber das Diorit ist schon wieder ausgegangen. Wir sind noch nicht fertig. Ah, es ist so schlimm. Ich muss Diorit sammeln. Diorit, willkommen in meiner Knüppelecke hier. Da können wir richtig schön was sammeln. Und da ich noch einen Haufen Bruchtiefenschiefer für die Dächer brauche, können wir gleich gucken, ob wir noch ein, zwei Diamanten finden. Vielleicht haben wir ja Glück. Oder Lava. Sag mal, warum ist das hier eigentlich hoch genug gebuddelt, um hier Treppen reinzumachen? Aber hier sind keine Treppen drin. Lars, der Idiot. Ich überlege, dass wir auch noch ein Lager brauchen, dass wir alles umziehen müssen. Ich hasse ja Kisten. Aber fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Oder?
Der Bambus ist ja schon wieder groß. Aber meine Herren, ne, so langsam wird das Ding hier mehr so eine kleine Villa als eine Farm, ne? Hier ist jetzt ein bisschen Eingang vor, ne? Und dann kann man hier natürlich ins Haus rein, das muss doch gemacht werden, Fenster noch und so. Aber man kann ja hier raus und hier ist dann so ein schöner Weg, der hier rumgeht und hier rum. Und hier geht man dann bei den Bienen vorbei in die Scheune. Also ist schon so ein bisschen, hui. Hier hat man einen Weg raus zu dem Pavillon, der hier hin soll. Den müssen wir noch bauen. Ansonsten Dächer fertig, Umrandungen. Oh, da habe ich die Umrandung vergessen, fällt mir gerade auf. Oh, kommt noch. Aber fürs Erste haben wir mal, ich glaube, genug gewerkelt. Und ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht, das ist mir ein bisschen zu viel Blattwerk. Schreib mal in die Kommentare, ob du findest, es ist zu viel Hecke oder das geht. Ich würde jetzt gerne noch was in Angriff nehmen. Und zwar einen Kartentisch. Haben wir, da haben wir rein zufällig Papier, das ist schon mal gut. Was ich schade finde, ist, wenn man den aus Birkenholz macht, dass es nicht ein Birkenkartentisch wird. Das fände ich so cool, ne? Also, warum nicht? Ich wollte aber eine Karte machen, kein Kartentisch. Bin ich denn doof? Was braucht man für eine... Hä? Was braucht man denn für eine Karte? Warte mal, war das nicht... Warte, wie... Ist das nicht Papier oder so? Ah, da macht man es aber größer. Wir brauchen erstmal... Wie war das denn mit einer Karte? Hä, wie doof? Oh, ich bin so doof. Ich brauche doch einen Kompass dafür. Oh, oh. Hier Eisen, ein Redstone. Das haben wir doch hier noch rumliegen, oder? Und während das geschmolzen wird, können wir ja eigentlich mal hier hinten den Zuckerrohr... bisschen erweitern, oder? Ich meine, wir brauchen schon mal... Wir brauchen eigentlich schon mal... Ja, egal. Kompass, yay! Und jetzt brauchen wir Papier, yay! So. Ich bin so doof, manchmal vergesse ich die einfachsten Rezepte. So, und boom! Ich hätte gern... Jetzt habe ich nicht genug Papier... Ich wollte meine Farm da drauf und nicht da unten! Der Bambus stört mich so ein bisschen von der Optik. Der ist so riesig, ne? Pass auf, deswegen machen wir es jetzt so, dass wir hier... Da, so machen. Ne? So. Und dann kommen hier Falltüren hin. Und da in die Mitte kommt meine Farm. Das heißt, das, was wir jetzt freigedeckt haben, das müsste theoretisch dahin... Nee, das ist ja unten, ne? Müsste theoretisch dahin... Oder wir holen noch ein bisschen Holz, machen die ganze Tafel nicht 3x3, sondern 7x7 und packen dann unsere Farm in die Mitte. Ich würde nämlich ungern die Karten verkleinern. Also, ne, man soll da schon alles so gut es geht erkennen können. Ne, 5x5 reicht, sonst ist es zu hoch, ne? Wir könnten das natürlich ein bisschen breiter später machen. Brauchen wir aber leider ein bisschen Leder. Das heißt, wir müssen hier mal... Ja, tut mir leid für die Kühe, aber... So, jetzt erstmal hier Rahmen dran, ne? Und dann war das... Das ist noch nicht voll aufgedeckt, ne? Das müssen wir gerade machen. Warte mal, Zuckerrohr konnte man nur in der Bedrock, Knochen mehlen, ne? Sonst nicht. Ja, kann man nur in der... Oh, ist das ärgerlich. Kannst du mal bitte schneller wachsen? Danke. Guck mal, dann füttern wir mal hier was, die Babys groß und durch und so, ne? Damit das immer wieder mehr wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Stack reicht. Oh Gott, wie viel isst du denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, du explodierst gleich. Es ist doch nicht dein damn Ernst. Machen wir noch ein bisschen Feldarbeit, weil dann brauchen wir viel mehr Weizen. Oh, ich habe ja noch 48 Zuckerrohr. Juhu. Oh, Gott sei Dank. Zack. So. Dann hatte ich irgendwo noch Sticks rumliegen. Hier, glaube ich. Ja, so ein paar, ne? Aber... Das geht. Aber ich brauche noch mehr Eisen, fällt mir gerade auf. Eisen, Popeisen. Dann können wir aber immerhin die Karte von hier machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier quasi hingehen und machen. Zack. Yes. Dann hättest du... Ja, ist okay, ist okay. So. Nice. Das gefällt mir schon gut. Gefällt mir wirklich gut. Aber weil dahinter nichts, warte, weil dahinter nichts mehr kommt, muss das runter. Dahin, weil das Dorf da hinten wird dann irgendwo da liegen, ne? Das soll ja auch drauf. Aber cool. Und das, wie gesagt, wird eine Windmühle. Habe ich mir schon gedacht. Jetzt will ich aber noch eine Sache gucken, und zwar, ob der Kroko sich wirklich um Larry den Lachs kümmert. Kroko hatte jetzt ja quasi eine Woche Schonfrist, ne? Wir waren ja nicht direkt am Sonntag gucken. Aber wir gucken mal, wie es Larry dem Lachs geht.
Der Esel ist aber auch. Ja. Okay. Hier unten. Alle meine schreienden Ziegen als. Was zum Teufel? Was zum. Die Armen! Das geht halt gar nicht, Kroko! Hat sich hier was getan bei Larry? Also sieht mir jetzt nicht so aus, als hätte sich da was getan. Vielleicht hat Kroko das Wasser gewechselt, aber er hat es auf jeden Fall nicht schöner gemacht. Und das war ja eine Aufgabe. Und die armen Ziegen da unten, da ich werde mir was einfallen lassen. Das war's für diese Folge. Ich sag vielen lieben Dank und ciao mit V.